ursprünglich habe ich eigentlich Architektur studiert und dann habe ich aber während des Studiums schon festgestellt, dass Häuser nicht laufen können und ich mich an Naturgesetze halten muss. Und dann habe ich mich einfach auf die Suche nach anderen Dingen begeben und bin dann über einige Umwege beim Cartoon und beim Comic gelandet und da fühle ich mich gerade sehr wohl. Mich verbindet mit dem kleinen Prinzen schon lange eine Hassliebe. Und dann hat mich 2015 die Zeitschrift Das Magazin gefragt, ob ich für die einen neuen Strip entwickle. Und dann habe ich glücklicherweise in der Verwandtschaft vom kleinen Prinzen die missmutige Cousine entdeckt. Also sie ist frech, sie ist intelligent, sie ist fantasiebegabt, aber trotzdem sehr viel rationaler und nicht so gefühlsduselig. Sie mag Mathe und hasst Rosa und damit hatte ich sozusagen meinen feministischen Gegenentwurf zum Kleinprinzen. Das Schöne bei Petronia ist, dass Ideen aus allen Richtungen kommen können. Also es gibt einmal diese Alltagsideen, Sachen, die mir selber passiert sind, die ich verarbeite. Und wenn da irgendwie aber keine Inspiration zu holen ist, kann ich auch Anleihen bei klassischen Märchen nehmen. Grimms Märchen, alles, was mit Prinzessinnen zu tun hat. Ich bin ein großer Science-Fiction-Film-Fan und auch da kann ich sozusagen in großen Steinbrüchen arbeiten, um Ideen für Petronia zu finden. Petronia würzt jede Folge mit so einem kleinen Sinnspruch. Und einer meiner Lieblinge ist, was ist schon meine Kleidergröße gegen die Unendlichkeit des Universums? Die Serie heißt ja die dicke Prinzessin Petronia, weil ich sie wirklich als Gegenentwurf zum kleinen Prinzen gedacht habe. Und dick ist aber hier in keinster Weise wertend gemeint. Also sie wird zwar hin und wieder damit konfrontiert, dass das Universum sie dick findet, aber sie findet sich einfach genau richtig.